Hier vor den Toren von Fresenius wollen wir heute auf die derzeit laufenden Tarifverhandlungen hinweisen. Die bundesweiten Verhandlungen in erster Runde sind ja gescheitert und wir wollen hier nochmal eine Aktion starten, auf die Verhandlungen hinweisen, Mitglieder gewinnen und unsere Forderungen, die wir halt haben, auch versuchen durchzusetzen. Bitte, einmal Plan, einmal Legali, hier nur noch 6%. Gut, danke. Am Mittwoch demonstrieren wir. Pflastersteine bringe ich mit. Oh, das ist gut. Pflastersteine bringe ich mit. 6% für alle fordern wir. Deswegen. 6% sind mit Sicherheit nicht überzogen. Der Konzern hat ja einen EBIT, das heißt Gewinn vor Steuern und Abgaben, von 9% erwirtschaftet. Und an diesem Erfolg wollen wir natürlich alle teilhaben. Fresenius soll ausbilden, übernehmen, Perspektiven bilden. Und genauso wie die Firma Perspektiven hat, sollen die jungen Leute auch Perspektiven haben. Und ich glaube, die Politik wird sich freuen, wenn hier die Konjunktur angekurbelt wird. Da können wir nur alle davon profitieren. 6%!